Hallo und herzlich willkommen in Gardahol Deluxe zu einem neuen Projekt. Project Hospital. Das war die Ankündigung dessen. Countdown auf meiner Webseite garderol.de lief. Ja, was ist das Ganze? Wer Two-Point Hospital zu witzig und zu knuffelig und nicht ernst genug findet, der kommt hier auf seine äh, Kosten. Hier geht es um Detailtiefe. Die Grafik ist zwar noch simpler, sag ich mal, aber... Mehr Details, eine höhere Tiefe, wie ich immer so gerne sage, mehr Management, mehr an der Realität, keine albernen Krankheiten, sondern wirklich real. Ob das Spiel auf Deutsch erscheinen wird, weiß ich nicht, deswegen werde ich versuchen, euch bestmöglich zu übersetzen. Ohne viel Gelaber, es geht los mit der Weltpremiere von Project Hospital hier in Garderol Deluxe. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Ich würde sagen, wir fangen mit einem Empty Field an, mit einem komplett neuen Spiel und arbeiten uns mal langsam rein. Hier seht ihr auch schon den Grafikstil. Da könnte man sagen, ja, das ist ja jetzt noch schlimmer. Aber ich glaube, sobald wir die ersten Details uns angeschaut haben, werdet ihr ruckzuck anderer Meinung sein. Ja, das Tutorial ist noch ein bisschen rudimentär und es fehlen natürlich noch viele Sachen. Denn das hier ist eine frühe, 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 frühe. Ihr kennt es schon, ne? Frühe, frühe, frühe. Frühe, frühe, frühe. So, ähm, wir beginnen mal, indem wir erstmal so einen Grundriss eines Krankenhauses bauen. Da würde ich mich direkt hier an dem Parkinglot orientieren. Dann machen wir mal erstmal so ein 20x20. Da können wir uns immer merken, wenn wir dann nochmal mal ein Krankenhaus bauen, wie wir angefangen haben und äh, was da so die Größen waren. So, damit haben wir jetzt festgelegt, das soll unser Krankenhaus sein. Das braucht natürlich auch noch ein paar Wände. Da nehmen wir jetzt einfach mal hier, ja, so Standard. Gut, da ändert sich die Farbe nicht. Ich glaube, das hier wäre ganz gut. So, da sieht auch schon, ne? Selbst diese ganzen Sachen muss man natürlich einzeln hier reinziehen und reinmachen. Das äh, finde ich schon mal sehr lustig. Generell, ja, diese Aufbauspiele sehr, sehr beliebt in unserem Kanal und sehr, sehr beliebt natürlich auch bei mir. Sonst will ich sie ja nicht spielen, ne? Ist ja klar. So, und dann brauchen wir hier, und da seht ihr schon, also ich zeige das mal ganz kurz. Ich glaube, ich lege viel zu schnell los. Also, wir sind jetzt in der Bauphase. Natürlich gibt es gleich noch die Managementphase mit Mitarbeitern, mit Kranken und so weiter. Aber ich möchte euch natürlich jetzt erstmal in der ersten Folge möglichst viel zeigen. 25.000 Euro Konto, dann fangen wir mal an. Da bauen wir mal hier so eine Eingangstür hin. Und dann können wir hier die ganzen Wand sorten. Dafür, dass das nur eine Alpha ist, ist schon relativ viel drin, wie ich finde. Dann machen wir mal hier mal so ein. Nein, falsch. Nein. Dann machen wir hier mal so ein Stück Asphalt. Wo man hier noch sogar reingehen kann. Roadline, Pedestrian, Crossing. Ja, wenn wir das da reinmachen, das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Jawohl! Geht eigentlich, ne? Ja, also dann könnte man hier parken und dann haben wir schon mal den Eingang vom Krankenhaus. So. Jede Menge Menü, jede Menge Sachen. Ich hoffe, ihr könnt die auch erkennen in dieser Auflösung. Und ich freue mich wirklich riesig, das mit euch zu spielen, weil es ist, ich habe ein bisschen reingespielt. Ein bisschen. Also eigentlich sollte es nur ein bisschen werden. <laughs> Sagen wir es mal so. Ähm, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen als nächstes einen Plan, wie unser ähm, Gebäude gestaltet sein soll. Dazu also gehen wir hier. Als erstes haben wir hier so eine Art Emergency. Also der, der erste Teil unserer Klinik ist. Eine, eine Notaufnahme mit Allgemeinmedizin, die wir dann Stück für Stück aufbauen. Da sehen wir, was hier fehlt. Ein Warteraum. Ein General Practitioner's Office. Ein WC. Eine Rezeption brauchen wir in diesem äh, ersten Teil des Spiels nicht unbedingt. Deswegen lasse ich dafür einfach mal Platz und baue stattdessen erstmal ein Wartezimmer. Das geht ganz einfach. Jetzt haben wir hier. Ja, jetzt haben wir so viel Platz gelassen. Ist auch ein bisschen blöd. Machen wir so. Jetzt machen wir hier so ein kleines Wartezimmer hin. Machen wir mal sechs mal... Ein bisschen klein, ne? Sechs mal sechs. So, dann brauchen wir ein allgemein, ne? Ja, hier ein Allgemeinmediziner, sechs mal acht. Also ich würde da werden wir auch zwei von brauchen. Es wäre ein bisschen groß. Müssen wir mal gucken. So, diese Räume brauchen natürlich auch Wände. Weiße Wand finde ich jetzt nicht so prickelnd. Dann nehmen wir mal hier. So ein bisschen garderohl vielleicht. Oder bläulich ist auch ganz gut. Ist ja auch generell, ja, in Krankenhäusern und so, die. Nee, warte mal. So schon eher, ne? Wie ja gar nicht Garderoll. So. Würde ich sagen, ich muss sogar gerade einen Schluck trinken, ihr merkt es. So. Dann würde ich sagen, wenn wir das ein bisschen unterscheiden können, machen wir hier mal den garderohl rein. Und hier beim Arzt, das kann ja ruhig ein bisschen so medizinisch steriler sein, wobei wir können auch so, ne, wenn da einer ausblutet oder so, dass man da eben mit so einem Wischmopp mal eben drüber gehen kann. Also Weil so eine Wasserflitsche, dann eben das Blut wegflitschen, ist ja auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir so zwei Räume, ist natürlich ein bisschen blöd, wenn wir keine Tür haben, bauen wir auch mal eben ein, so eine Tür mit, machen hier einmal so, und das Wartezimmer anders, damit man die so ein bisschen distinguishen kann, so in der Art. Genau. So, das heißt, wir haben ja schon mal den ersten Teil geschafft. Wir haben ein Gebäude und wir haben einen Warteraum und wir haben einen Arzt. Jetzt brauchen wir natürlich noch Ausrüstung. Und das ist wirklich crucial. Ähm, die Ausrüstung muss stimmen. Hier seht ihr zum Beispiel Missing Equipment, Missing Stuff. Da fehlt also noch hier Personal und so weiter. Da würde ich sagen, jetzt machen wir mal das hier im Gardehold-Rot-Style weiter. Oder sollen wir das mal dann hier so ganz modern? Nee. Bläh. Das knallt sich mit der Wand. Machen wir mal alles in einem Ton. Jetzt machen wir hier mal so ein paar Wartebänke rein. So, und dann seht ihr hier, wenn die Sachen gelb sind, dann kann es sein, dass die miteinander verbunden sind und man die miteinander benutzen muss. Zum Beispiel hier dieses, dieses Screen, das zeigt dann an, wo man, ähm, man dran kommt und dann... Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das hier auch nach draußen stellen können oder ob das dann hier reingestellt werden muss. Ich glaube, es muss auch hier reingestellt werden. Ja. Genau. Dann räumen wir das hier mal wieder weg. Sehr gut. Damit wäre der Warteraum schon mal soweit. Warum? Hm, merkwürdig. Soweit fertig. Wir können ihn natürlich ein bisschen verschönern. Das können wir gleich machen. Ähm, die wichtigsten Sachen sind drin. Irgendwie. Warum kann er hier die Bank? Kommt er da nicht dran oder was soll das heißen? Ich weiß es nicht. Jetzt können wir natürlich noch so einen Verkaufsautomaten hier reinstellen. So vielleicht. Hier ne? ist natürlich auch jede Menge weitere Sachen. Zum Beispiel hier ein Mülleimer. Da gucken wir mal, ob war der nicht schöner hier So. Und eine Pflanze, damit es ein bisschen schön aussieht. Ne? Also all diese schönen Sachen. Und damit man natürlich weiß. Ach, ich wollte die Tante Elvira noch anrufen. jetzt war ich so lange beim Arzt. Haha. <laughs> Kennt er ja, ne? So, auch blöd. Genau. Haben wir das. Der zweite Raum, da würde ich gerne, und das sind alle Sachen, die mehr oder weniger notwendig sind. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr hier wieder gucken. Da sieht man hier GPS Office, äh, Required Equipment, ähm, sehen wir, wenn wir hier draufklicken. Ich glaube, man kann übrigens auch hier so, so vorgefertigte Räume nehmen. Ne? Also kann man hier jetzt GPS Office, das wäre hier, so, mal drehen. So, ne, dann wäre da schon fertig, der Raum, aber wir wollen das natürlich selber machen. Wir sind ja äh, Elends kreativ, kennt ihr ja. So. Was brauchen wir denn? Wir brauchen als erstens einen Untersuchungstisch. Würde ich mal so sagen. Würde Sinn machen bei so einem, bei der generellen Untersuchung. Ähm, dann stellen wir den mal so hier hin. Dann braucht der Arzt ja so eine Art. Mh, Schreibtisch, wo er halt arbeiten kann. Das ist nicht nur so eine Art Schreibtisch, das ist sogar ein Schreibtisch. Ich glaube, den müssen wir nochmal. Kann man den irgendwie aufheben wieder? Mit Steuerung, okay. Können wir doch ein bisschen. Na, ja, wir lassen es mal so. Und dann packen wir noch ein paar Tische dazu. Dann hat er hier so eine, so eine Ablage. Dann braucht er auf jeden Fall einen PC. Ja. Dann geben wir dem noch einen Drehstuhl. Und hier so ein... Ähm Stuhl, wo er damit rumfahren kann. Ne? Dann äh, braucht unser Gast, unser unser Patient, der hat natürlich auch einen Stuhl. Wenn da irgendwas besprochen wird oder so, dann brauchen wir noch eine. Ich glaube, wichtig war eine Rezeptablage. Das war die brauchen. Also es ist noch nicht fertig. Es werden auch die einzelnen Sachen noch nicht angezeigt, aber ähm, hier, ne, da kann er dann Rezepte äh, fertig machen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar weitere Dinge hier. Oh, das ist schwer zugänglich. Wie machen wir das denn am besten? Das soll ja auch immer nicht so weit laufen. Dann machen wir hier mal so ein Waschbecken hin. Und ich glaube, ich glaube, ihr seht jetzt schon so langsam, in welche Richtung das geht und wie detailliert das dann am Ende sein könnte oder sein wird. Wahrscheinlich eher sein wird, ne? So, wenn wir ein bisschen Platz sparen, hängen wir mal. Diesen Ausrüstungsschrank da drüber, der ist, glaube ich, auch erforderlich. Dann hier, sagen wir mal so, Biohazard und normaler Hazard. Und ähm, ja, dann haben wir ähm, dann haben wir noch Geräte, die wir zum Untersuchen brauchen. Hier zum Beispiel so ein Lämpchen. Ich glaube, jetzt kommt der an den Mülleimer nicht dran. Dann stellen wir den nochmal um. So. Und Drucker brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Und dann haben wir hier noch so ganz viele kleine Gerätschaften, die können wir auch dann aufstellen. Ne? Da können wir zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt schon fertig. Ne? Ich mache das immer jedes Mal weg, muss es gar nicht. Ne, es fehlen noch ein paar Sachen. Zum Beispiel hier dieser diese Scan-Einrichtung. Da können wir hier so einen Augentest machen. Das können wir auch hinter den Arzt hängen. Ne? Da kann der Arzt sagen, gucken Sie mal hinter mir auf der Wand. Da hängen Buchstaben und Zahlen. Was steht denn da? So, dann haben wir hier noch. Das sind so richtig schöne Equipment Table. Da können wir zum Beispiel, da mal hier so ein EMG drauf machen. Da kann der Arzt damit auch rumfahren, aber der fällt runter. Wo geht denn das nicht? Gucken wir da mal das Audiometer drauf. Und je mehr von diesen Ausrüstungen haben, desto mehr Diagnosen können wir machen. Jetzt fragt euch, warum, weiß war das. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ist das so detailliert. Warum ist das so detailliert? Da kommen wir gleich zu. So, denn. Das ist so detailliert, weil das Spiel auch so detailliert ist. Gut. GP Office ist fertig. Da werden wir noch ein zweites bauen müssen. Das wird sich sonst nicht ausgehen. Deswegen bauen wir direkt nochmal ein weiteres hier hin. Oder markieren das zumindest schon mal. So. Das ist jetzt. Ja, das ist genauso groß wie das. Nur durch diese optische Täuschung der Drehung äh, sieht man das nicht. Genau. Was fehlt dann noch? Ein kleiner Restrum, den wollte ich hier hinten machen oder hier zwischen in die Mitte oder irgendwie so. Weil in der Mitte ist immer toter Raum. Das war vielleicht hier so. Eins, zwei. Das war hier so eine... Das war natürlich falsch. Das war hier ein Restroom hinmachen. Und dann haben wir schon unser erstes Krankenhausteil sachen So, was brauchen wir jetzt? Wir. Das sind die einzelnen Departments. Die schreiben wir dann später frei, ne? Wir brauchen jetzt erstmal Mitarbeiter. Wir brauchen Mitarbeiter. Wir brauchen einen Mitarbeiter hier im, ja, im, im äh, äh, allgemeinen Untersuchungsraum. Da würde ich sagen, wir nehmen einen Arzt, der gut ist in der Allgemeinmedizin. Das wäre dann hier der Herr Frank Miller, General Medicine, Acute Medicine, Advanced Diagnostics, das wird dann später wichtig. Diagnostics 4, das ist also ein richtig guter Arzt, den stellen wir erstmal ein. Und bevor das Krankenhaus eröffnen kann, fehlt noch der eingerichtete oder die eingerichteten WCs, die müssen wir also noch fertig machen, bevor das Krankenhaus startet. Machen wir also auch, machen wir mal hier eine gekackelte Wand. Ins wir können auch übrigens den Raummodus benutzen. So. Und äh, ja, das mit den Außenwänden, das ist ein bisschen komisch. Was hat er denn jetzt gemacht? So, ja, ja, ja. Gut. Dann braucht das Ding eine Tür und dann haben wir, glaube ich, auch eine schöne WC-Tür. Aber das sind die WC-Türen, das sind die, glaube ich, für die Kabinen, ne? Da haben wir hier. Machen wir die mal dahin. So, dann können wir auch hier auf Ausrüstung klicken und bekommen dann äh, die Sachen, die wir hier brauchen. Da brauchen wir natürlich WCs, ist eh klar. Da würde ich sagen: So, das Krankenhaus nimmt jetzt auch schon die ersten Gäste an. Hm. Machen wir mal drei. Dann brauchen wir noch zum Händewaschen natürlich. Und einen Haartrockner. Pissoir, es gibt es übrigens nicht. Und erkennt ihr das, ne, zum, dieses Dings hier, das ist immer so ein, so ein, ja. Wir sollten vielleicht in die WCs, naja, so detailliert, wo wir es nicht machen, aber ich hätte jetzt gedacht, da müssen wir noch Damenbindenhalter reinmachen, aber nein. So, und dann gehen wir mal hier rüber. Machen aus den, aus den römisch wirkenden Toiletten mal private. Und dann können wir in der Tat noch hier bei Türen eine wunderschöne WC-Tür reinsetzen. Noch mal an die Ecke, dann hat man so ein bisschen Platz. So und dann ist das WC auch fertig und damit ist das Krankenhaus betriebsbereit. Und jetzt funktioniert das wie folgt: Im Prinzip sind die Versicherungen hier, sind die Aufträge. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier die Versicherung annehme, so, dann schickt die mir zehn Leute, die ich behandeln muss am Tag. So und jetzt geht's nämlich los. Jetzt fragt ihr euch ja, warum habe ich das denn so detailliert gemacht und überhaupt? Äh, und wenn ja, wie viele? Wir lassen mal die Zeit vorlaufen. Dann sehen wir jetzt hier, der Arzt, der ist schon hier fleißig am Werkeln. Wir warten auf die ersten Patienten, die dann hoffentlich auch gleich kommen. Und da ist auch schon der erste. So, und jetzt kommt nämlich the meat of the show. Ich trinke mal gerade einen Schluck, weil das ist wirklich sehr aufregend. Wir können nämlich hier, jetzt zieht erstmal eine Wartenummer. Und jetzt gehen wir mal hier drauf. Ich stimme auf Pause. Und das ist jetzt die gute Sarah Moore. Die, und ich versuche das jetzt einmal so zu erklären, wie ich es bis jetzt verstanden habe, der können wir eine finale Diagnose geben und hier erscheinen gleich mögliche Diagnosen. Wir können die selber kontrollieren, das heißt wir machen alles, was die Ärzte machen, selbst. Wir können die zu Favoriten hinzufügen, wenn wir die längerfristig beobachten wollen. Oder wir können das den Herrn Frank Miller machen lassen. Ich lasse mal weiterlaufen, damit ihr seht, was passiert. So, die wird jetzt aufgerufen. Schön da. kommen Sie mal rein, können Sie rausgucken. setzt sich hin. Wow! Jetzt wird als erstes bei der Untersuchung hier ein Interview geführt. Jetzt gefragt, hm, was fehlt Ihnen denn? Und dann sehen wir hier sechs verschiedene Symptome, die wir noch finden müssen. Und dafür haben wir jetzt den ganzen Klimbim hier. So, jetzt fragt er die erstmal aus. Ah, und die sagt, ah, oh, ich habe Fieber, glaube ich. Und Kopfschmerzen habe ich auch. Ich halte mal wieder an. Um das jetzt einmalig zu erklären, was wird immer gesagt: mal spielst du zu schnell, mal zu langsam, deswegen mache ich es jetzt mal hier mit Pausen. Vielleicht ist das dann genehm. Es könnten Shingles sein, Chickenpox, eine allgemeine Erkältung, Sinusitis, eine bakterielle Tonsillitis und das sind äh, die Bronchitis. Alles reale, realistische oder reale oder reelle Krankheiten, wie auch immer du das nennen möchtest. Und ähm, den müssen wir uns jetzt nähern. Und hier seht ihr seht hier die ganzen Untersuchungen. Wir können dann zwei Untersuchungen machen, um das dann noch festzustellen, zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt die Kontrolle über diesen Patienten hätte, könnte ich hingehen und sagen, was möchte ich mit der machen, um möglichst effizient die Krankheit zu diagnostiz diagnostizieren. Unser Arzt ist ziemlich gut, deswegen gucken wir uns den mal an. Und er sagt jetzt, okay, ich möchte dich einmal physikalisch untersuchen. Geht er hier? Geht ihr hier auf die hier auf die Liege drauf. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich am Anfang gedacht, naja, das sieht doch ganz simpel aus und die Grafik und so, aber ihr seht, wie komplex das trotzdem sein kann. Jetzt hat er diese Untersuchung abgeschlossen und ist sich sicher, durch diese Untersuchung, anhand der Symptome, also anhand des Interviews und der physikalischen Untersuchung, ist er sich sicher, dass es sich hier, und das steht auch hier 100%, dass es sich um Schingels handelt. Da sehen wir da unten, also wenn ich jetzt weggehe, sieht man es ja nicht. Unten 80 kriegen wir dafür und das wird behandelt mit Antiviral. Da sehen wir hier, ne? Antiviren werden auch verschrieben und dann ist der Patient auch schon behandelt. Dazu geht er jetzt hier halt an diesen Rezeptständer. Füllt das aus. Und hier haben wir auch schon die beiden nächsten. Und jetzt können wir die nächste Versicherungscompany hier contracten. Die würde uns dann 15 ähm, Patienten schicken. Es wäre aber weniger, wenn wir nicht 70 davon geheilt haben. Und hier bekommen wir 10.000 äh, 10 von, von der Regierung, wenn wir das schaffen, diese 10 Patienten an einem Tag zu schaffen. Ja? Sehe ich im Moment noch nicht so das Problem drin. Wir müssen jetzt mal gucken, wie schnell sich hier die Warteschlange aufbaut. Der ruft jetzt den nächsten. Wir haben im Moment auch nur eine Schicht. Und ansonsten müssen wir jetzt mal schauen, was den Leuten so fehlt. So, hier geht es wieder weiter. Elf verborgene, verborgene Systeme. Jetzt fragt er sich rum. Ja, ich habe hier äh, Sensation of Discomfort, Fatigue, also Müdigkeit, Fieber habe ich auch. Aha, aha. Was noch? Ja, Kopfschmerzen. Und jetzt geht der Arzt davon aus, ja, im Hals habe ich es auch. Ja, oh, das wird eine normale Influenza sein, eine Grippe. Was geben wir bei Influenza? Wir geben Antivirus. Aber der Arzt möchte sich sicher sein. Deswegen untersucht er hier nochmal körperlich. Und jetzt seht ihr schon hier serologisches Sampling. Also ist der nächste Schritt. Das ist jetzt der, der wissenschaftliche Bereich neben Trauma und Notfall und was es da noch alles gibt an Aufnahmeverfahren gibt es natürlich auch. Die technischen Bereiche. Das heißt, wir können Techniker einstellen, wir können Forscher einstellen, die dann auch Sachen untersuchen, die die Bakterien, das Blut untersuchen, Urin untersuchen, weiß der Geier was. So detailliert. Das geht ja sogar hier zum Schrank, nimmt die Sachen raus. Und macht mal eben. Machen Sie mal A. Ah, ne? So, die Anzahl der Patienten steigt. Das heißt, ich würde in der Tat hingehen, wir haben ja noch Geld, dass wir direkt nochmal einen zweiten Behandlungsraum bauen. Diesmal würde ich sagen. Ähm, nehmen wir den mal nach der Vorlage, wenn ihr es auch mal gesehen habt. So dann gehen wir mal hier drauf. Ein ja, bisschen Equipment, ein bisschen äh, Stuff. Und wir wollen haben nochmal hier eine, einen GP Office. Nehmen wir den so lange, bis wir einen anderen finden. Äh, ist nicht freigeschaltet. Oder was? Achso, das geht nur, wenn da noch keine Fläche ist. Dann machen wir die Fläche weg. Äh, Fläche weg. Fläche weg. So. Und dann probieren wir es nochmal. So, diese Warteräume und so, das sind Sachen, die brauchen wir noch nicht. Das ist ein On-Call-Room. Hm. So, drehen wir mal. Und das sieht natürlich jetzt ganz anders aus. Aber im Prinzip sind da auch dieselben Sachen drin. Seht ihr das? Ja, auch die Untersuchungstische. Der eine steht ja jetzt auf dem Boden, warum auch immer der auf dem Boden steht. Der Computer steht auch auf dem Boden. Jetzt nicht mehr. Ja. Die ist gerade Sofa drin. Also, da könnte ja jetzt ein zweiter Arzt arbeiten, Wenn es ein bisschen schneller geht. Stellen wir mal eben ein. 13.000 haben wir noch. Das sieht noch ganz gut aus. Äh, so. Wo ist denn hier das Arzt dingen? Nein, falsch. So. GP Stuff. Diagnose. Allgemeinmedizin, nehmen wir Rachel Brown, oder? So. Genau. Und schon ganz weitergehen. Jetzt kann ich auch die Rachel Brown hier Leute aufnehmen. Ich glaube, wir haben die auch in der Tagesschicht, jawohl. Man kann ja auch Schichten einteilen. Also wie... Wie rum ähm, die Schichten sein sollen. Und dann können wir hier gucken, was ist mit unseren Patienten. Der eine hat einen Influenza. Und hier wurde eine Laktoseintoleranz festgestellt. Und da wird jetzt belehrt, ne? was solltest du essen? Und kriegt Magentabletten. Und so kommen wir dann möglicherweise auch auf unsere Patientenanzahl. Ist natürlich blöd, wenn wir jetzt natürlich sehr viel Geld erstmal ausgeben, aber wir wollen natürlich auch in der Mission vorankommen. Und ich sag mal, 10.000 ist ja schon mal eine Hausnummer. Da kann man ja schon mal mit arbeiten. So. So ein bisschen wie auch ein Beichtstuhl hier, ne? Mhm, mhm, mhm. Jawohl, Frau Doktor. Jetzt sind natürlich hier die Türen nicht einheitlich. Aber was soll's? So, es fehlt der guten da? Da muss man ja immer hier die kann man wegmachen. Man kann die auch anpinnen, dass man die immer behält oder, ne? So, chronisches Müdigkeitssyndrom. Dagegen gibt es Antidepressiva und ein bisschen Yoga. Das soll helfen. So, jetzt hat der Arzt nichts zu tun. er ist natürlich blöd. Aber wenn jetzt der nächste Patient äh, reinkommt, hier vorne, junger Mann. Jordan Jackson. Sechs versteckte Symptome. Gucken wir mal, was dem fehlt. Der ist jetzt erstmal... Ach, jetzt geht der Arzt erstmal essen. Ja, dann halt, geht er halt so, Frau Doktor. So, erstmal hier befragen. Okay, ja, ich habe Kopfschmerzen, ich bin immer so müde. Und ich habe einen trockenen Hals. Messen wir mal die Temperatur. Das kann jetzt also eine Sinusit Sinusitis sein oder eine Bronchitis. Trockener Husten, Fieber haben wir auch noch. Jetzt wird mal eben in den Mund reingeguckt. Wunderbar. Ja, ihr seht schon, wie detailliert das wird. Ich lasse das mal ein bisschen zügiger vorlaufen. Im Moment passiert jetzt wirklich erstmal sozusagen nichts. Die Patienten werden jetzt hier untersucht. Sollen wir mal ein bisschen gucken, dass die immer was zu tun haben. Und ähm, ja. Wir können auch jetzt nicht, äh, wir könnten zum Beispiel jetzt noch einen Common Room machen. Das ist also so ein Stuff ähm, ein Stuff Room, ein, eine Restroom und äh, einen Raum, wo wir entsprechend die Sachen für die Handwerker wollte ich schon sagen, also hier für die Janitors, für die... Ähm ja, das sind ja Handwerker, wie heißen die denn? Reinigungskräfte, also Hausmeister, das war das Wort, das ich gesucht habe, sowas, ne? So. Sehr also ja, schön hier mit der <laughs> Ernährungstabelle. Äh, äh, ja, und ich glaube, wir kommen ganz gut durch, denn hier sehen wir schon, Cure Total Patients, 9 von 9, jetzt muss nur noch einer kommen, ich weiß nicht, wie lange die Schicht exakt geht, ob bis 18 Uhr, oder bis 16 Uhr. Jawohl, damals. Wir können sogar aussuchen hier im Spiel, ob die immer als Pop-Up kommen sollen oder dann hier unten irgendwie rein oder so. Jetzt haben wir 10.000 bekommen dafür, dass wir 10 Patienten geheilt haben. Und ich glaube, ich stelle mal gerade auf Pause, damit wir gemeinsam überlegen können, beziehungsweise auf langsam laufen kann ich, glaube ich, machen, äh, wie wir weiter verfahren. Wir gucken mal hier auf das Budget. Und da sehen wir jetzt unser Krankenhaus. Von der Versicherung kriegen wir 1.440 da gehen die Wages runter also die Gehälter als ich es angespielt habe habe ich immer eine äh, hier einen Empfang gehabt der war natürlich total überflüssig und selbst den konnte ich mir dann noch leisten also wahrscheinlich geht das ganz gut und was passiert jetzt wenn wir hier drauf gehen sehen wir wir schalten mehr ähm, Gebäude frei Chefarzt können wir auch einen nennen. Ähm, wie funktioniert das mit dem Gebäude freischalten ähm, wir gehen auf die Versicherung und jetzt könnten wir zum Beispiel hingehen und sagen, äh, wir wollen 25. Also am nächsten Tag wollen wir jetzt 25 Patienten schaffen. Wir haben heute 10 geschafft. Morgen wollen wir 25 schaffen. Das ist, das ist eine Hausnummer. So kommen im Moment allerdings keine, ne? Hm. Und da waren sich schon, unsere ersten Probleme. Wollen wir das so machen oder nicht? Hm. <laughs> Weil nämlich... Was sagt der denn auch was, wenn wir es nicht schaffen? Cover Costs, uh, Modifiers. Not available in Demo, ja, yeah, ist okay. Komm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Bonus 2 von 5, wenn wir 20, kriegen wir 20.000. Ja, die müssen wir auch von irgendwo kommen, die Patienten, ne? Da müssen wir mal ein bisschen Krankheiten nur so verbreiten. So, das Problem ist jetzt, wir haben jetzt auch äh, Nachtschicht. Da kommen aber, glaube ich, keine Patienten. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie sagen können, dass wir auch nachts Leute annehmen. Das geht, weiß ich nicht. Stuff day night. Wir können es ja mal mit einem Arzt probieren, dass wir einen ein, ein Nachtnotfalldienst haben. Da gehen wir mal hier drauf. Und dann sagen wir: Wollen wir nochmal einen Allgemeinmediziner? Jetzt einfach mal zum Testen. Ja, die sind eigentlich halt so gut. Diagnosen Allgemeinmedizin. Diagnosen Allgemeinmedizin. Zwei versteckte Perks ist besser. Has no workspace. And will be idle. Das können wir jetzt verwalten, indem wir sagen, du gehst bitte mal hier. Auf die, auf die Nachtschicht. So. Genau. Ja, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Und wenn das Spiel gefällt, wenn ihr mehr sehen wollt, gebt einen fetten. Einen richtig fetten. Also da muss wirklich das Fett runterlaufen. Daumen nach unten. Achso, Klinik offen. Tagesschicht von 7 bis 20 Uhr. Die hat sich jetzt, das hat sich jetzt verändert. Die Frage ist, ob wir das auch irgendwo einstellen können. Hm. Noch nicht wahrscheinlich. Okay. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, dann gebt einen fetten, fetten, sowas von fetten Daumen nach oben. Weil dann weiß ich, dass ihr mehr sehen wollt. So, die chillen jetzt hier ihre Base hier, die Mitarbeiter. Vielleicht sollten wir denen wirklich noch so eine Art Pausenraum bauen. Das können wir in der nächsten Folge machen. Ich lasse dann auch mal zur nächsten Stelle jetzt vorlaufen. In der nächsten Folge seht ihr also sofort, wo es jetzt weitergeht an dieser Stelle. Und, ähm, ja, ansonsten, aber könnt ihr schon mal sehen, das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Spiel. Es sieht einfach aus, aber es ist sehr, sehr komplex. Und wir haben ja nur einen Bruchteil dessen gesehen, was hier wirklich drin ist. Wenn ihr euch mal die ganzen Sachen anguckt, hier die Notaufnahme, dann die Radiologie. Äh, wir können die Templates, das waren jetzt die Templates, die wir speichern, wir können die als Templates speichern, so rum, muss ich sagen. Ähm. Diese ganzen Einrichtungsgegenstände, die jeweils dann auch eine andere Bedeutung haben. Ne? Dann geht es ja los. Wir haben hier noch, ähm, wir können dann freischalten hier Abulanz. Ja? Das, das Notfälle, da müssen wir auch irgendwie noch gucken, dass wir hier irgendwie so einen Notfalltrakt anbauen und so weiter. Also da wird jede Menge noch passieren. Wir hatten euch hier auf dem Laufenden bei Gardehold Deluxe immer optimal informiert über neue Spiele, auch über Two Point Hospital und Railway Empire läuft ja auch wieder. Und ich gucke mal raus, ob wir das mit der Tages- und Nachtschicht hinbekommen. Hier kann auch... Äh, die Nacht kann jetzt übersprungen werden. Okay, vielleicht brauchen wir doch keinen zweiten Arzt. In der nächsten Folge ist es weiter. Bis dann. Tschüss.